Hallo, Freunde der gepflegten Nachmittagsunterhaltung. Ich bin in Dresden angekommen und ich bin irre neugierig, was heute alles passieren wird. Hinter mir ist die Hofkirche und ihr werdet natürlich noch mehr erfahren. Heute ist das Schaubudenfest und da werde ich erscheinen. Tschüss. Das Dresdner Wasser kühlt den Puls und lässt mich den Tag durchhalten. Es ist sau heiß, aber wunderschön. Und ich bin hier, in welcher Gegend bin ich hier? Ha, ich weiß es nicht. Sag du es mir. Sag mir, wo ich bin. Also, der Schaubudensommer findet statt auf dem Gelände der Scheune. Und was ich hier sehe, Leute, ich flippe aus. Es ist wirklich unglaublich. Also, Berlin, du kannst aber dich verstecken, du, was du hier siehst. Es ist unglaublich. Geh doch mal rum mit dieser Kamera. Also, ich bin jetzt zu einer Zeit, wo hier noch nichts los ist. Ich habe die große Ehre, hier einmal durch rumgeführt worden zu sein. Und es ist unglaublich, was ich hier sehe. Container, kleine Buden, daher auch der Name Schaubudensommer. Und in jedem dieser Dinge finden grandiose Sachen statt. Lecker Bandnudeln mit Pfefferlingen in der Kunsthofpassage. Lila Soße heißt das, aber ich sehe nichts von Lila Soße, aber trotzdem alles ganz lecker. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend. Bis morgen. Ciao. Nein, ich sage noch fünf. Später noch was. Kriegst du das Ding da rein? Wunderbar, diese Leuchten. Und ich habe Valentin gesehen im Schaubudensommer und Schizophrenie. Ein bisschen Schizo sind wir ja alle, ne? Okay. Es ist toll hier. Toll, ihr müsst kommen! Wir sind jetzt hier noch beim Open-Air-Kino am Elbufer und mit einer traumhaften Kulisse auf die Schlösser und an die ganzen Kirchen und Frauenkirchen. Es ist ein Traum und es ist eine laue Sommerluft. Es ist super! Der erste Tag Dresden ist vorbei und ich verabschiede mich zur Nacht und ich glaube, es ist jetzt, gleich Mitternacht und ich glaube, ich habe mir heute richtig Schlaf verdient und ich bin auch müde, aber es war wunderbar. Ich freue mich auf morgen und deshalb will ich fit sein. Hallo, guten Morgen. Ich sehe zwar fit aus, aber ich bin ein bisschen müde von gestern, aber ich kriege das schon hin. Wir starten gleich zu unserer Neustadt- und Altstadt-Tour. Also wurde eine Orangerie in Auftrag gegeben mit Festgelände. Siehst du hier diese orangen Bäumchen? Ja. Das sind 80 Stück, oder? Ja. Auch ist stark, das 80. Ach ja. Wir hatten jetzt gerade eine Stadtführung mit Annette. Kennst du Dresden? Ja, es war wunderbar. Ich habe so viel erfahren. Leute, ich erzähle euch davon. Und jetzt sitzen wir ganz oben auf einer tollen Terrasse mit Blick auf Dresden. Es ist einfach wunderbar. Und verdammt heiß! Also, ich bin mit Danilo in der Dresdner Neustadt. Der kennt sich hier aus und erzählt mir wirklich ganz spannende Sachen. Und ihr müsst hierher kommen, weil das ist, habe ich schon mal gesagt, wie Kreuzberg, nur schöner. Verstehst du? Also. Viele tolle Leute hier und ihr seht hier so viele schöne Performance von den unterschiedlichen Leuten und es gibt einen pinkfarbenen Pudel von den Jakobssistern, es ist wunderbar und ich freue mich darauf. Thank you.
Die Wärme der Strahlen lässt die Natur in schönsten Farben bemalen. Ein Hillman Minx, also das ist ein geiles Teil. Ich werde jetzt gleich nach Schloss Wackerbarth fahren und schauen wir mal, wie komfortabel ich dahin fahre. Viel Spaß euch und ich werde viel Spaß haben. Also voll sexy ist hier, nur Bendig, ja, der ist von heute. Aber ich bin eben halt auch ein Oldtimer und ich habe noch nie diese Kombination gehabt. Oldtimer im Oldtimer, aber es ist grandios. Und eine durchgehende Sitzbank und nichts anzuschneiden. Ganz was Ernstes, ja, in diesem Schätzchen, in dem ich sitze, in dieser Hillman Minx, ist vom Verkehrsmuseum Dresden nämlich bereitgestellt worden. Und es ist wirklich ein Traum, wenn ihr hier in Dresden seid, müsst ihr euch unbedingt das Ding angucken. Oder ja, dieser Hillman Minx steht normalerweise im Verkehrsmuseum Dresden als Exponat und der wurde 1960 in die DDR importiert. Ja, zu dieser Zeit wurden halt auch Westfahrzeuge importiert, um diverse Leute, wie zum Beispiel Ärzte, im Land zu halten. Und das traumhafte Kulisse, traumhaftes Wetter. Ich bin auf Schloss Wackerbarth bei Radebeul, ein Erlebnisweingut. Und ich verrate euch etwas. Ich bin ja vorsichtig, aber ich werde hier einiges probieren. Aber ich schaue genau hin, was. Wow, volles Dresden-Programm. Ich freue mich, heute den Max Kunert kennenzulernen, ein aufstrebender Jungdesigner. Bisher kannte ich ihn nur aus dem Netz und jetzt möchte ich deine Arbeit live und in Farbe sehen. Ich bin ganz gespannt. Ich freue mich drauf. Auf jeden Fall. Ja. Richtig, wie Günther schon erzählt hat, ich bin Modedesigner aus Dresden und ab September dann auch in Berlin. Ab Januar wird es dann die erste Kollektion im Internet geben. Wow, drei grandiose Tage in Dresden. Das Auto ist in meiner Garage. Ich bin im Hotel, packe meine 7 Sachen auf, nach Berlin zurück. Ich danke allen, die daran beteiligt waren. Es war wunderbar. Alles Gute, bis bald. Ciao.